wir in China, ein paar hundert Jahre drei, du wie ein König, ein älterer König, der wie sein Leben lang König warst, so ein regiert, aber heute König hänger. Und heute wie besiegt, so ein bedürt, wer wird der nächste König sein? Ich will ein weiser, guter König hier so luten, wo das Irms wird das Volk gut regiert. Und besiegt doch, heute wird was ich tun. Wenn ich mir bei dir da, heute gleich sei er planten, heute gleich sei er Garten merken und so ne Dinge. Neun nach Lute, all der junge Junges taub, du so han, nur den Palast, wo ich König wir. Und ich, wenn sie Junges da alle taub sein, dann sag ich dir die Junges, ich will weiten, wer von jedem wird der nächste König sein. Ich will jedem alle jeder einen coolen Sud geben. Dort soll jemand ein Hüß nehmen, soll dort saaten. In ein Jahr wieder, dann soll die alle drei hier ankommen. Und dann sagt ihr wissen, was für eine Plant die haben, was die Kräne haben von der Sud, was die Kinder geäfft haben. Und dann wird es schmackster haben, wird es passter haben, dann wird der nächste König sein. So, diese Jungs ran, alle in den Hüß, saaten er der Sud, einen Denkbäumen, einen fairen Blumenkorfbäumen. Das geht doch nicht so lang, da wachsen die Planten ab, du fangen und ihre Planten fertig kommen. Und das geht so ja rauf her in der Dorf, du wird verteilt an das ganze Land von den Planten. Ein Jahr wieder. Bring all die Jungs ihre Schmacke, Blumen, Tab, du so haben, ihre Planten, du haben, in einer Hafen eine graute Planten, und eine sind graute, und eine Geräune, und eine nächste Geräune. So ja viel, feine, verschiedene Planten. Aber das ist ein kleiner Jung, ein natter Jung. Der hat einen Ladier Blumentab, der bringt den du haben, in die Kirchen oder in die Dänen, und sagen sie, was mit die? Was sag ich da? Einmal bloß abrechtig sein. Der Sud ist niemals abgegangen, was ich nicht mehr gegeben habe. Wobei ich bringe die Hame in das, was ich dir gegeben habe. Und wenn sie alle dabei sind, dann geht die König Rahmen in die Kette. Schmack geplant und sagt, das, was du dir gekommen hast, die Jäufe. Oh ja, kann sein abgepasst. Und so geht der einen nur den anderen, nur den anderen. Dann kommt er bei diesem Jungen, wo du in Ladia Blumen den kaufst. Dann fragt er die, was mit die? Weil sagt er, einmal bloß abrechtig sein. Der Sud wird ihm Jäufe, das niemals abgegangen. Ich habe ihn bastet geprüft, aber das ist niemals abgegangen. Du bist schöne Plant vor dir gekommen. Der König, der Raubmann, der Junge ist, und sagt, horcht mal alle her. Der horchen her. Dann sagt er, ich kann ihn nie in König fertigstellen. Das ist das kleine Junge. Das ist der Einzige, wo du abrechtig wirst. Das Sud, was der Kind alle gejäfft hat, in Jahr 3, das wir alles Sud, was er nicht abgeht. Das wir alles Fausset Sud, was er nicht halbt. Und hier ist einer, was abrechtig wir. Die anderen haben ihn ohne Sud geholt, denn was sagten. Heute wird der nächste König, wir lange, guter König. Im Psalm 15, du sagst dort, und das sind die Gebete Gott, du sagst, wer wird hat den Helligen Tempel nennen? Wer wird ab den schönen Bäumen abgehen? Sagt er, der, wo du abrechtig lebst, der, wo du reich lebst, und der, wo du nicht Leeres verbreiten wird. Wo fährt man im Leben? Kommt uns das vielleicht für ein Paus. Ein Klein wird unabrechtig sein, ein Klein wird unabrechtig reden, ein Klein wird Dinge schon anders sein, als die Sohn sein. Dann verdeine ich vielleicht mit Meier, dann sehe ich vielleicht irgendwo, wo ich Meier kriege im Leben. Ich habe vielleicht Gelegenheit, Schmacker zu looten, als ich das würde. Vielleicht irgendeine Gelegenheit, wo ich glaube, ich ein Klein wird unabrechtig sehe. Dann wollte ich kreieren. Aber lass mich nicht sagen, dass allein Gott verlangt abrechte Menschen. Der Abrechtliche, dort wird das längste vor der Berlin. Und dort wird Gott sehen im Wort. Macht Gott die in mir halten, abrechte Menschen zu sein. Doch wenn ein Simmel sie sieht, das wird ich kommen, wird unabrechtig sein. Bleibe dort, der mit Gott sie gut sagt. Gottes Segen.